Bigger, bigger. In der Hoffnung, dass ich es heute schaffen werde und mit der wunderbaren Lust weiterzumachen, bin ich wieder da. Zwei, drei Tage ist jetzt nichts passiert, weil ich nichts aufnehmen konnte, da ich verschnupft war. Ja, irgendwie, mal wieder. So. Seitdem habe ich natürlich nicht weitergemacht, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es diesmal was wird. Sollte es wieder so sein und es wird wieder nichts, was ich mal jetzt nicht hoffen werde. Yay, ein Level auf. Ich erlerne Slam. Yay, jetzt kann ich endlich wieder kämpfen. Ah. Werde ich... Danke, Riolu, dass du mich unterbrichst. So. Ja. Werde ich das so machen wie bei Petiza, in der Hoffnung, dass ihr diesen Part geguckt habt. Und werde dann quasi vorspulen. Weil ich ja halt keine Lust habe, da 20 Stunden nur mit einem Kampf zu verbringen. Oder aufzunehmen. Das braucht mir nur Nerven, Ressourcen und unnötig Zeit. Und euch auch. Slam! Bam! Slam geht aber leider nicht an einer geraden Linie, zwei Felder nach vorne, oder? Weiß ich gerade nicht. Fügt Schaden zu. Yeah! Mann, diese Details! Was haben wir hier? Lichtschild. Konnte ich noch nie viel mehr anfangen. Ich bin ja eh kein Typ, der defensive Attacken nutzt. Jedenfalls nicht so wirklich häufig. Riolu, du schaffst das. Mach ich doch. Lalala. Riolu. Lass von mir einmal die Erlaubnis weiterzugehen und dann greifst du ihn trotzdem an. Hallo? Hier, Slam. Und da ich jetzt natürlich mehrmals verloren habe, habe ich kaum noch irgendwelche Items. Und das Geld, das geht mir natürlich auch aus. Was mich natürlich sehr, sehr froh macht. Endlich mal wieder kein Geld auf dem Konto. Oh ne. Komm schon, Sparks. Sparks. Sparks, Sparks. Geh doch. Ob ich das Geld gleich wieder los bin? Was habe ich eigentlich für Items noch? Eine Sinelbeere, ein Reinsamen. Teleportiert mich zur Treppe. Kann ich das jetzt gebrauchen? Weiß ich gar nicht. Wie lustig. Mann, ich sollte öfter mal reden. Yay, Mann, das ist ja... Wow. Nennt man das jetzt Shit Happens? Ein Rotgummi. Njom. Wow, Mann, Riolu. Schade, dass ich keinen Power Punch habe. Denn mein Riolu auf meinem eigentlichen Spiel hat ja auch Power Punch drauf. Und die Attacke, die haut richtig rein. 300 Schaden minimal. Okay, ist auf Stufe 60 bei mir. Aber Power Punch, das hat schon was. Oh, Riolu. Nein. Manchmal frage ich mich ja persönlich, wie Pokémon durch solche CDs Attacken wären. Fressen sie die auf oder was? Das ist so eine Sache, die habe ich mich schon immer gefragt, seitdem ich zum ersten Mal so eine TM-CD gesehen habe. Nope. Eine Angstorb. Schade, dass solche Dinge an Bosskämpfen nicht funktionieren. Ein Samen. Oh! Wow! Das kann hilfreich sein. Oh! Mensch, das Glück ist mal auf meiner Seite? Fragezeichen. Und was ist diesmal? Oha! Mensch, Leute!
Blub. Ebene 9. Ich glaube, eine Ebene war das noch. Wir riskieren jetzt einfach mal gar nichts. Ampere-Tal. Ihr Eindringlinge wagt es zurückzukehren und uns unser Revier streitig zu machen. Du täuscht dich, wir sind hier um. Spart euch eure Lügen. Macht euch bereit zu kämpfen. So, jetzt habe ich halbwegs gute Karten. So. Als allererstes Eisendorn. Schleudern. Bam. Dann. Schlafsamen. Werfen. Zack. Dann. Erst mache ich Judo. Gegenstoß aus. Gegenschlag ein. Dann kann ich mich hier nach und nach um einen Fritzelwitz kümmern. Slam. Na, ah, das wirkt natürlich wieder nicht. Nochmal Slam. Hat natürlich nicht ausgereicht. Komm schon. Diesmal schaffe ich das. drei weniger. Ach, Julo, warum funktioniert dein Gegenschlag nicht? So, Slam mal. Ja, wunderbar. Schön. Oh yeah. Geil. Für Nintendo ist auch geil. Jetzt kann er auch nichts mehr machen. So. Slam. Ja, genau. Belebersam sei Dank. Ah, ich stehe an der Ecke, genau. Nein, jetzt muss ich. Wie war die, welche Taste waren das? Nein, das war die nicht. Die war das auch nicht. War die das? Ja. Ich muss einmal so schräg runter. Dann kann ich mich einmal um Fritzelwitze kehren. Zack. So. Dann kann ich jetzt. Schräg hoch. Dann kann ich nämlich jetzt ein Plosivsamen essen. Ja! Wunderbar. Jetzt. Baby! Yeah! Wow! Wow! Ihr wagt es! Warum warte eine Sekunde? Wir sind ganz ehrlich nicht hier, um uns euer Revier streitig zu machen. Genug, nehmt das. Stopp. Sofort aufhören. Sie sagen die Wahrheit. Sie sind hier eingedrungen, aber sie wollen nicht. Sie wollen euer Revier nicht nehmen. Zwirfins? Du, wer bist du? Ich bin Zwirfins der Erkunder. Vulthenso, du hast jedes Recht, so wütend zu sein. Vor allem, wenn man bedenkt, welches Leid euer Stamm hier schon ertragen musste. Eure Feindseligkeit gegenüber jedem Eindringling ist nur natürlich. Dieser Ort ist eine Zuflucht, ein Ort, an dem ihr Trost findet. Ich verstehe euch vollkommen. Im Namen dieser unwissenden Eindringlinge bitte ich euch aufrichtig um Verzeihung. Wir sind hier unerlaubterweise eingedrungen. Aber auch ohne schlechte Absicht, sie wollen euch nichts Böses. Wir werden euch in Ruhe lassen, sobald wir gefunden haben, was wir suchen. Bitte glaubt mir, Vulthenso. Du scheinst viel über uns zu wissen, Zwirfins. Du behauptest, sie wollen uns nichts Böses. Also gut, ich glaube dir, Zwirfins. Ihr sollt etwas Zeit haben. Ich erwarte, dass ihr verschwunden seid, wenn wir wieder zurück sind. Kommt.
Puh. Vielen Dank, Zwölfins. Du hast uns gerettet. Aber wer war das? Eine Gruppe aus Vultenso und Fritzelblitz. Sie sind ein Nomadenstamm, der ständig auf Wanderschaft ist. Sie ziehen umher auf der Suche nach Orten, an denen sie eine Weile bleiben können. Die Ampera-Ebene wird um diese Jahreszeit oft von Gewittern heimgesucht. Hier fühlen sie sich wohl, also halten sie sich um diese Jahreszeit in der Ampera-Ebene auf. Doch tragischerweise wurden sie hier einst überraschend von Feinden angegriffen. Und ich weiß, dass sie sehr große Verluste erleiden mussten. Seitdem reagiert die Gruppe um Vultenso sehr empfindlich auf Eindringlinge. Wenn also jemand in dieses Gebiet eindringt, dann greifen sie sofort an, aus Angst selbst angegriffen zu werden. An einem Punkt wurde es wohl zu einer Art Gesetz in der Gruppe von Vultenso. Oh, jetzt verstehe ich. Darum waren sie so angriffslustig. Kein Wunder, dass sie uns nicht zuhören wollten. Oh, aber ich habe etwas vergessen. Ich habe vorhin dort drüben den Schwimmreif gesehen. Er ist hier. Das ist er. Surfens, ist er da? Ist es der? Es besteht kein Zweifel. Das ist mit Sicherheit der Schwimmreif. Wirklich? Wir haben es geschafft. Bringen wir ihn sofort zurück zu Merrill und seinem kleinen Bruder. Etwas verstehe ich aber nicht. Wie ist der Schwimmreif hier gelandet? Ich kann mir vorstellen, dass ihn jemand absichtlich hierher gebracht hat. Diese jemand wusste, dass ihr letztlich an diesen Ort kommen würdet. Die Tatsache, dass Vultenso ihr Gebiet verteidigen, ist wohl bekannt. Jemand hat den Angriff von Vultenso auf euch vorausgesehen. Das war ein abgekartetes Spiel. War das nicht eure Absicht? Ihr hinterlistiges Pack! Was? Es wird Zeit, dass ihr aus eurem Versteck herauskommt und euch zeigt. Cha-cha-cha, du wusstest also hast es also die ganze Zeit gewusst. Dann müssen wir uns ja nicht mehr verstecken. Hey, ihr Gauner, wart das? Wow. Hey. Cha-cha-cha. Also wart ihr es, aber warum? Wow. Wir haben darauf gewartet, dass ihr von Vultenso zerstampft werdet. Danach wollten wir übernehmen und euch den Rest geben. Aber wir haben nicht gedacht, dass dieser Typ sich einmischt. Sollen wir die Sache erledigen? Cha-cha. Sicher, wenn es nur Team Nova wäre, mit denen wären wir problemlos fertig. Aber den weltberühmten Zwirfens, das ist eine andere Geschichte. Machen wir uns aus dem Staub, Jungs. Ja! Widerlinge. Das vergesse ich diesen Halunk nie. Sie sind schnell, wenn es darum geht, sich aus dem Staub zu machen. Ich fürchte, wir vergeuden nur unsere Energie, wenn wir sie jetzt noch verfolgen würden. Ich finde, wir sollten den Brüdern ihren Schwimmreif zurückbringen. Möchte ich mein Abenteuer speichern? Wie viele Minuten habe ich aufgenommen? 13 Minuten? Nein, ich möchte noch nicht speichern. Oh wow, wir haben unseren Schwimmreif wieder. Ja, danke, wirklich. Ihr habt damals Azuri gerettet. Und jetzt das? Ich weiß nicht, wie wir euch jemals danken können. Aber wirklich, danke. Oh bitte, schon okay. Wenn ihr jemand danken wollt, dann dem großen Zwirfens. Wäre Zwirfens nicht da gewesen, wären wir jetzt nicht hier. Vielen, vielen Dank. Danke, Zwirfens. Nicht der Rede wert. Ich freue mich sehr für euch. Es ist wunderbar, dass ihr euren Schwimmreif wieder habt. Ich muss schon sagen, es sieht dem großen Zwirfens sehr ähnlich, so bescheiden zu sein. Ich muss sagen, dass auch Team Nova großartig war. Das Team hat schließlich einen schwierigen Job gemeistert. Als ihr Azuri gerettet habt, habt ihr so schnell herausgefunden, wo der Kleine ist. Und wie schnell ihr ihn gerettet habt. Oh, was die Rettung von Azuri angeht, müssen wir etwas gestehen. Es wäre toll, wenn sich wirklich alles so zugetragen hätte, wie du gesagt hast, Kakelon. Kakelon, mein Glück. Aber ganz so war es in Wirklichkeit nicht. Wir haben nicht wirklich herausgefunden, wo sich Azuri befindet. Mein Vater hat zufällig in einem Traum gesehen. Wie bitte? Einem Traum, sagst du? Was meinst du mit Traum? Oh, ach ja. Vielleicht wird der große Zwölfens wissen, was all das zu bedeuten hat. Weißt du, mein Partner bekommt beim Berühren von Dingen oder anderen Pokémon manchmal Schwindelanfälle. Und dann sieht oder hört mein Partner Ereignisse aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft. Warum darf ich das nicht eigentlich selber erzählen? Was? Nun, das ist der dimensionale Schrei. Das? Was? Zwölfens,
Was weißt du darüber? Wenn das so ist, sollen wir den großen Würfelns fragen, ob er mehr weiß? Nach was sollen wir fragen? Oh, ach ja. Nach meiner vergessenen Vergangenheit. Es ist doch okay zu fragen, Sparks. Sparks? Zwürfens, wir würden gerne deinen Ratschlag zu einer Sache hören. Ich verstehe. Du hast also deinen Partner hier ohnmächtig vorgefunden. Ja, genau hier. Dann bist du wieder zu Bewusstsein gekommen. Oder du hast dein Gedächtnis verloren. Ja, mit der Erinnerung an... nochmal. Ja, mit der Erinnerung an seinen Namen. Und daran, früher ein Mensch gewesen zu sein. Wie bitte? Ein Mensch? Aber dein Partner scheint in jeder Hinsicht ein Pokémon zu sein. Das stimmt. Ich schätze, das kann sich nicht einmal der große Zwölfinst erklären. Aber wir sind uns sicher, dass es irgendeinen Grund für seinen Gedächtnisverlust gibt. Und für die Verwandlung in ein Pokémon. Ein Mensch. Mit der Fähigkeit des dimensionalen Schreis. Bist du... Du sagtest zumindest, dass du deinen Namen weißt, oder? Und wie lautet dein Name? Sparks nennt Zwölfins seinen Namen. Ah, ich verstehe. Du bist Sparks. Sagt dir der Name etwas? Nein. Leider sagt er mir gar nichts. Wie, was? War das gerade der Anflug eines... Hat Zwölfins gerade nicht ein Lächeln unterdrückt? Oder habe ich mir das eingebildet? Es tut mir wirklich leid, dass ich euch nicht weiterhelfen kann. Aber ich weiß über die Fähigkeit von Sparks Bescheid. Oh, wirklich? Was ist sie? Die Fähigkeit, in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu blicken, indem man etwas berührt. Diese Fähigkeit nennt sich dimensionaler Schrei. Dimensionaler Schrei? Genau. Woher solch eine Fähigkeit kommt, ist nicht bekannt. Doch Geräusche und Bilder reichen über Raum und Zeit hinweg, bis in manche Pokémon. Um als Vision Gestalt anzunehmen. Das ist alles, was ich über diese außergewöhnliche Fähigkeit weiß. Sparks hat also mit diesem dimensionalen Schrei eine unglaublich spezielle Fähigkeit. Nun ja, vielleicht sind wir aus diesem Grund Freunde geworden. Um das Geheimnis um die Verwandlung von Sparks in ein Pokémon zu lüften. Ich biete euch meine volle Zusammenarbeit an. Oh, wirklich? Ja, um offen zu sein. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich etwas nicht weiß. Ernsthaft, das ist eine reine Wahrheit. Ist das großartig, dass wir auf deine Hilfe zählen können, Zwiffins? Ist das nicht toll, Sparks? Hey, sieh die vielen Pilipan. Scheint viel mehr als normalerweise in der Luft zu sein. Ob irgendwas passiert ist? Hey! Hallo, Bidiza. Endlich finde ich euch. Wieso bist du so in Eile? Du bist ganz außer Atem. Alle sollen zur Gilde kommen. Alle Lehrlinge sollen sich sofort bei der Gilde melden. Oh, es ist etwas passiert. Ich gehe auch mit. Beeilt euch. Nein, ich will mein Abenteuer immer noch nicht speichern. Kapitel 11. Reptane der Dieb. Keuch, keuch. Komm, Beeilung. Alle sind hier, jawohl, ja. Tut mir leid, Leute. Wir haben gerade erst gehört, dass wir zur Gilde kommen sollen und haben uns beeilt. Was ist denn los? Es wurde noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen. Was? Nicht noch eins. Von wo wurde das Zahnrad der Zeit gestohlen? Nun, es ist... Was ist? War es an dem einen Ort, von dem du nicht sprechen willst? Warte. Es war doch nicht das vom... Doch, das war es. Diesmal wurde das Zahnrad der Zeit aus dem Nebelsee gestohlen. Was? Aber wie? Das Zahnrad der Zeit aus dem Nebelsee... Davon wussten nur wir, oder? Wie konnte das also geschehen? Kann es sein, dass ein Mitglied der Gilde es verraten hat? Was? Das ist eine unangebrachte Unterstellung.
Hey, 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 vertraut ihr euren eigenen Freund nicht? Tut mir leid, das war unangebracht, ihr habt recht. Niemand hier würde das gegebene Wort brechen, Stillschweigen zu bewahren. Nie im Leben. Ich hätte nachdenken sollen, bevor ich meinen Mund aufmache. Tut mir leid. Nun, das ist kein Wunder, dass du auf die Idee gekommen bist. Ich meine, dieses Unglück ist schließlich direkt nach unserer Expedition passiert. Ein Moment. Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Es gab ein Zahnrad der Zeit im Nebelsee. Das wusste ich nicht. Habe ich nicht etwas ganz anderes über eure letzte Expedition gehört? Mir wurde erzählt, dass die Expedition zum Nebelsee gescheitert ist. Ich bitte um Verzeihung, großer Zwölfins. Wir hatten ein Versprechen gegeben, darum konnten wir es nicht einmal dir verraten, Zwölfins. Wie auch immer, ein einzelner Eindringling hat den Nebelsee gefunden. Dann hat er Selfie überwältigt und das Zahnrad der Zeit mitgenommen. Selfie? Geht es Selfie gut? Ja, es geht Selfie gut. Er steht unter dem Schutz der Truppe Magnetum. Macht euch keine Sorgen. Puh, da bin ich erleichtert. Warte, das ist noch nicht alles. Die Zeugenaussage von Selfie. Sie offenbarte die Identität des Eindringlings. Na warte, mit was für ein Unhold haben wir es denn zu tun? Der Dieb wird bereits per Steckbrief gesucht. Seht selbst. Dieses Pokémon nennt sich Reptain. Uff, das ist vielleicht ein fieser Ganove. Reptain, das ist also das Pokémon. Es stiehlt die Zahnräder der Zeit. Dieser Steckbrief ist gerade erst angekommen. Er basiert auf der Aussage von Selfie und wird im Rahmen einer Großfahndung eingesetzt. Oh, das erklärt einiges. Darum fliegen so viele Pilipper umher. Oberwachtmeister Magnetum versucht offenbar noch Schlimmeres zu vermeiden. Es wurde ein bemerkenswert hohes Kopfgeld auf Reptain ausgesetzt. Wir haben Selfie versprochen, das Geheimnis um den Nebelsee nicht zu verraten. Und dann passiert so etwas. Wir haben es nicht verraten, aber ich könnte Selfie jetzt nicht mehr ins Gesicht sehen. Hey! Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Der schöne Ausblick dort ist jetzt ruiniert. Und hey, hey! Das kann ich niemals verzeihen. Ah. Hey, Gildenmeister. Ah. Gildenmeister. Du Vieh. Bah. Kreisch, kreisch. Pokémon. Wir werden Reptain fangen. Wir fangen diesen Dieb. Ich schwöre es im Namen der Knuddelhoff-Gilde. Lauter Guy, wenn ich bitten darf. Ja. Okay, Pokémon, ab jetzt konzentriert ihr euch voll und ganz darauf, Reptain zu fangen. Gebt alles, um Reptain zur Rechenschaft zu ziehen. Selbstverständlich. Hey, 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 es kommt nicht in Frage, dass noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen wird. Los, Pokémon, wir müssen alle zusammenarbeiten. Wir müssen es fürs Safe tun. Knuddelhoff. Ich glaube, ich verstehe die Situation jetzt. Ich werde der Gilde bei der Jagd nach Reptain helfen. Danke, großer Zwölfins. Donnerwetter, den großen Zwölfins auf unserer Seite zu haben, macht mir wirklich Mut. Hey, hey, es ist uns eine Ehre. Ach was, es ist mir eine Ehre. Nun ist es, dass der Gildenmeister und ich uns beratschlagen. Wir werden eine Strategie erarbeiten, um Reptain zu finden. In der Zwischenzeit solltet ihr euch auf die Suche vorbereiten. Kommt ihr her zurück, wenn ihr fertig seid. Okay, Pokémon, übertreffen wir uns selbst. Hurra! Beeilen wir uns mit den Vorbereitungen, Sparks. Fangen wir mit dem Besuch ins Schatzstadt an. Ja, jetzt müssen wir uns auf eine Verfolgungsjagd vorbereiten. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal tun. Ich habe zwei süße Boxen. Lass sie aufmachen. Es ist offenbar in der Box Sumpfschlamm. Okay. Das sind auch bescheuerte Namen. Es ist offenbar in der Box Igelahaare. Das ist bestimmt für Igelava. Items. Ein Igelava, spezifisches Item.
Ich möchte gern was verkaufen. Samen. So. 381. Hat der vielleicht Lebersamen gerade im Angebot? 2 Stück sogar. Ich muss nochmal zur Bank. Hey du! Ich würde gern alles nehmen. Tschüss. Hey du nochmal. Haben will, haben will, haben will. Und tschüss. So. Ich möchte gerne lagern. Lagern. Ja. Ja. Mal gucken, was im Kaffee noch so Neues gibt. Oh, was soll ich nun machen? Oh, Team Nova. Ich habe etwas, das ich euch fragen wollte. Lilip hat mir etwas weggenommen. Und ich wollte fragen, ob ihr es mir zurückholen könnt. Uff, klar, warum nicht? Ich nehme den einfach mal an. Vielen Dank, ich bin euch so dankbar für eure Hilfe. Habe ich überhaupt noch ein paar Items mit, die ich verwerten kann? Nö. Na gut. Ne, ich wollte nicht zurückgehen. Nicht zurück, geradeaus. So, jetzt habe ich 27 Minuten auf meiner Liste. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber egal. Wie ich sehe, sind jetzt alle da. Eine Sache vorweg. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Raptain taucht überall auf, wo sich ein Zahnrad der Zeit befindet. Aber wo befinden sie sich alle? Das ist die Frage, aber wir haben keine Antwort darauf. Und deshalb vertrauen wir auf den Einfallsreichtum vom großen Zwürfens. Gemeinsam haben wir mehrere Orte identifiziert, an denen sich ein Zahnrad der Zeit befinden könnte. Wir wollen, dass ihr euch in Gruppen aufteilt und diese potenziellen Standorte erkundet. Als erstes Krakelo und Gripgors. Ihr übernimmt die östlichen Wälder. Das ist natürlich der riesige Wald ganz im Osten. Alles klar. Hey, hey, wir werden unser Bestes geben. Als nächstes Pediza, Diktri und Sonflora. Ihr untersucht die Kristallhöhle. Jawohl, ja, das werden wir. Verstanden. Oh weia, ich werde mich anstrengen. Und als letztes Sparks und Riolo. Ihr übernimmt die Nordwüste. Nordwüste? Richtig. Schlagt eure Wunderkarte auf. Okay. Riolo öffnet die Karte. Seht ihr dieses Gebiet? Das Gebiet auf der Karte ist von Wolken bedeckt. Aber die trockene Zone beginnt in dieser Gegend hier. Darum wird vermutet, dass in dieser Gegend eine riesige Wüste beginnt. Wir vermuten, dass tief in der Wüste ein Zahnrad der Zeit versteckt ist. Dort solltet ihr eure Erkundungen anstellen. Okay, verstanden. Was ist mit mir? Dekta wird in der Gilde bleiben. Wir können die Gilde nicht unbeaufsichtigt lassen. Klebunkel und ich bleiben auch hier. Unsere Arbeit hier ist auch wichtig. Sehen wir, dass wir unseren Job so gut wie immer machen. Ja! Und nun lasst uns die Zahnräder Zeit suchen, Pokémon! Luffy! Hurra! Die Nordwüste ist nicht nur sehr weitläufig und tief, sondern auch von verheerenden Sandstürmen heimgesucht. Seid bitte vorsichtig. Sind wir, danke. Sparks, lass uns unser Bestes geben. Yay, wir geben uns unser Bestes, indem wir diesen Part jetzt hier beenden. Hier beenden. Und zwar genau hier. Deswegen werde ich jetzt hier einmal cutten, mache den nächsten Part und sag bis zum nächsten Mal von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel.